Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Stellarblade. Der DLC ist gestern rausgekommen und ich habe mich echt extrem gefreut. Ein kleiner Downer, es gibt beim DLC leider keine neue Story, keine neue Mission, keinen neuen Content, was das betrifft. Aber einen Tag vorher gab es ein neues Update, das hat jeder von euch und von uns bekommen. Da gibt es ein bisschen was an Missionen und zwar habt ihr da jetzt den Fotomodus bekommen und mit diesem Fotomodus auch drei neue Missionen, wo ihr bestimmte Fotos machen müsst. Einmal in jedem Bereich, einmal in Xion, einmal im Ödland, wo ich gerade bin, und einmal in der Wüste. Dafür bekommt ihr solche Datensätze, Datenbank, und sollt dann hier diese Fotos an den verschiedenen Stellen machen. Und wenn ihr diese Mission abgeschlossen habt, dann bekommt ihr verschiedene Outfits. Eins davon habe ich hier gerade schon an, das Kriegskleid. Und auf jeden Fall sehr cool, dass einfach free für alle kam raus. Wer also da sich vier neue Sachen holen möchte, vier neue Outfits, kann da die ganzen Fotos suchen. Und dann kam natürlich auch noch ein DLC raus und das ist sehr, sehr cool, weil der DLC eine Kooperation mit Nier Automata hat. Und da ist es relativ ähnlich zu dem Fotomodus, da gibt es keine Mission oder sowas, aber ihr bekommt auch neue Datensätze in der Datenbank. Stern, Tränen, die müsst ihr auch sowohl im Ödland als auch in der großen Wüste finden. Da geht ihr einfach hier zu diesem Ort und dort gibt es eine Kanne. Ich werde euch einfach mal Videos und Fotos immer einblenden, damit ihr das genau seht. Und mit diesen neuen Sternentränken könnt ihr dann bei einem neuen Shop, der im Ödland und in der Wüste random umherfährt, Sachen kaufen. Und wie ihr den findet, das zeige ich euch jetzt hier einmal. Und zwar geht ihr hier am besten im Ödland an diese Stelle, Mülldeponie. Dort könnt ihr am einfachsten meiner Meinung nach den neuen Shop Emil finden. Ihr geht hier einmal hin und dann rastet ihr hier einmal. Und nach dem Rasten erscheint dort vorne ein Auto. Und dieses Auto ist extrem schnell, deswegen schaut, dass ihr auf jeden Fall gut Munition habt, weil ihr müsst dieses Auto dann einmal abschießen. Passt jetzt auf, wie das hier um die Ecke geschossen kommt. Und genauso wie ich es gerade gemacht habe, macht ihr es bitte nicht, weil ihr braucht auf jeden Fall Patronen. Wenn ihr ihn abgeschossen habt, dann bleibt er nämlich stehen. Dann könnt ihr zu ihm gehen und dann kommt eine Cutscene. Und dann könnt ihr mit ihm sprechen und könnt hier einige Sachen kaufen. Insgesamt gibt es 11 kosmetische Sachen, also zahlt man im Prinzip einen Zehner. Der DLC kostet ja 10 Euro für 11 kosmetische Sachen, weil mehr ist nicht. Natürlich kann man auch ein bisschen was in der Welt suchen, was man ja machen muss und ein bisschen Gameplay auch noch gibt. Aber im Prinzip finde ich, ist der Preis eigentlich ganz okay. Und was man dann einfach machen kann, ist hier, sagen wir mal, kaufen. Das ist ja so das, was die meisten cool finden, das Kleid. Und dann gibt es auch noch Haare. Einmal die und einmal die. Ich werde natürlich die lang hier jetzt erstmal kaufen. Und es gibt noch auch für seine Kompagnons Skins. Einmal hier für den Adam und einmal für Lily. Und natürlich auch noch hier für den Pot. Das weiß ich nicht, was das sein soll. Also ich habe in die Automate jetzt nicht ultra viel gespielt. Vielleicht kann es einer mal in die Kommentare schreiben, was das hier darstellen soll. Gab es in die Automate auch so einen Pot? Und das sieht so ähnlich aus. Bin ich sehr gespannt, was sie schreibt. Dann können wir einmal alle durchgehen. Hier haben wir hier so ein Kleidchen. Dann nochmal hier sowas. Das habe ich ja gerade gekauft, zeige ich euch gleich. Dann gibt es hier noch eine Augenbinde. Dann natürlich den Pot. Nochmal hier diesen Anzug. Und Adam, Lily, Haare. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich muss sagen, ich finde es richtig cool, dass da nochmal ein DLC rausgekommen ist. Ich hoffe ganz doll, dass wir dann nächstes Jahr auch wirklich ein Content-DLC bekommen, weil ich immer noch hoffe, dass wir nochmal ein drittes Open World
à la Wüste und Ödland-Gebiet bekommen, wo man dann nochmal die Story weiterführen kann. Oder vielleicht nach der Story, vor der Story oder sonst irgendwas. Da hoffe ich sehr, sehr doll, dass da noch ein bisschen weitergeht. Für mich persönlich hat es einfach dafür geführt, dass ich das Spiel jetzt wirklich nochmal durchgespielt habe, beziehungsweise dabei bin, alle Missionen abgeschlossen habe und einfach mich auch nochmal ein bisschen in das Spiel zurückverliebt habe, weil es wirklich ein, abgesehen von dem Sexismus und so, ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel ist vom Movement, vom Fighting und so weiter. Bin fast schon ein bisschen traurig, dass das für Game of the Year gar nicht nominiert wurde, was es eigentlich in einigen Kategorien verdient hätte. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr den DLC findet. Werdet ihr jetzt nochmal reinschauen ins Spiel. Ist ja auch eine relativ coole Platin, hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Wenn ihr da die Platin holen wollt, ist relativ ähnlich zu Souls, wo ihr 2-3 Mal durchspielen müsst. Mit NG+, mit verschiedenen Schwierigkeitsmodis und dem Boss-Rush-Modus, der da reingekommen ist. Also ich finde, ich mag das Spiel immer noch sehr, sehr gerne und ich hoffe sehr, dass da ja dann in den nächsten Monaten und vielleicht im nächsten Jahr einen richtigen großen DLC bekommen oder vielleicht sogar einen zweiten Teil. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, falls das alles passiert, dann lasst gerne ein Follow da. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.